Mit der Übernahme des Bochumer Schauspielhauses durch den neuen Generalintendanten Peter Zadek zur Spielzeit 1972-73 gab es eine ganze Reihe von Neuerungen, die in der deutschen Theaterlandschaft Furore machten und einmal mehr das Interesse der Öffentlichkeit auf das Haus an der Königsallee richteten. Das begann mit der Einführung der Wahlmiete, durch die das herkömmliche Abonnement- und Vormietesystem erstmals an einem deutschen Theater ersetzt wurde. Eine Studiobühne im ehemaligen Theaterrestaurant wurde unter der Bezeichnung Theater unten zur Aufführung avantgardistischer Stücke eingerichtet. Im Bokino, eine Ergänzung zum Theaterbetrieb, werden regelmäßig zeitgeschichtlich wertvolle und thematisch mit dem Spielplan in Zusammenhang stehende Filme gezeigt. Auch äußerlich hat sich am Schauspielhaus einiges geändert. Überdimensionale Figuren aus der jeweiligen Inszenierung des Hausherrn Zadek werden zum Blickfang für Bochums Bürger. Damit wird für jeden deutlich sichtbar der Übergang zu einer neuen Ära für das Bochumer Schauspielhaus dokumentiert. Eine der letzten Inszenierungen in seiner 23-jährigen Bochumer Tätigkeit war für Professor Hans Schaller die Groteske »Was der Butler sah« von Joe Orton, aus der der folgende Ausschnitt stammt. Nachfolger Peter Zadek, der von der Bochumer Jahresschau 1971 in einem ausführlichen Gespräch vorgestellt wurde, hat inzwischen mit seinem neuen Ensemble durch Art und Umfang seiner Inszenierungen die Aufmerksamkeit der Theaterwelt auf Bochum gelenkt.